Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Heute haben wir mal wieder ein anderes, oder heute haben wir ein anderes Startbild, weil ich Trottel habe vorhin das Video aus Versehen gelöscht. Ich dachte, ich hätte es hochgeladen, aber ich habe es gelöscht. Heute war das Tagesziel Guild of Heroes. Und ich habe das Ticket geholt. Natürlich, warum auch nicht. Und jetzt wollte ich euch nochmal das Spiel zeigen. Allerdings habe ich das jetzt schon gespielt. Also ich werde so ungefähr 10-12 Minuten das Spiel spielen jetzt. So, da sind wir jetzt in Grauhaufen. Das ist auch das Startgebiet von den Charakter, den du dir dann erstellst. Upgrade. Wir produzieren die starken Heiltränke. Also hier oben haben wir schon mal den ersten Händler oder erste Händlerin, die über der kannst du halt Heiltränke produzieren. Kannst du sagen, schwache, mittlere, okay, die Menge. 5 Heiltränke davon, 10 davon oder 20 davon. Ich mache 20, das ist immer ein ganzer Stack. Können wir hier unten nachschauen nach der nach meiner Tasche. Ich mache mal Vollbild rein. So, sieht schon viel besser aus. Ich habe hier 20, ich habe hier noch 14 Schwachheiltränke, mit denen kämpfe ich zurzeit. Ich möchte die weg haben. Ich hatte auch noch vorhin eine grüne Mütze gehabt. Ach nee, die habe ich weggeschmissen. Egal. Ich habe hier noch 14 schwache Tränke. Hier habe ich noch auch mittelstarke. Und jetzt bin ich ja dabei, die starken zu machen. Ja. Das dazu, dann haben wir hier unten den Schmied. Da kann man Ausrüstungen verbessern. Zum Beispiel, ich nehme jetzt, was ich anhabe. Ich sage jetzt mal die Handschuhe hier. Und dann muss ich einen grünen Gegenstand oder den blauen Gegenstand zum Verbessern machen. Jetzt verbessere ich den Gegenstand um 184. Aber ich brauche eigentlich nur 40. Der gibt nur 33, der gibt 151. Eigentlich bringt das gar nichts. Also lasse ich das lieber erstmal so stehen. Das war ja der Schmied hier unten bei der Leiste. Da haben wir jetzt hier oben in der Mitte haben wir den Briefkasten. Oh, ich habe sogar eine Post annehmen. Dankeschön. Freundschaftsanfrage. Jetzt habe ich hier oben einen Händler. Da kannst du Truhen öffnen mit Diamanten. An Diamanten kommt man ziemlich schwer. Deswegen überleg dir mal genau, ob du die benutzen willst oder nicht. Dann gibt es hier noch Booster-Pakete. Da will ich wahrscheinlich gleich auch die drei ersten Tränke einmal benutzen, bevor sie bei mir vergammeln. Runen, da musst du Truhe kaufen, da ist eine Rune drinne, kannst du auch benutzen. Begleiter ab Level 25 erst, das dauert bei mir noch. Ich weiß nicht, welches Level ich bin, ich glaube Level 2 oder sowas. Und hier kannst du Gegenstände verkaufen. Der Gegenstand würde 529 kosten, das ist richtig viel für mich jetzt noch. Ich weiß nicht, wie es später aussieht. Dann gehen wir mal weiter. Hier kommt später noch ein Händler wahrscheinlich hin. Hier ist wahrscheinlich eine Arena, so wie es aussieht. Hier ist ein Magier. Hier kannst du deine Fähigkeiten verbessern. Ich bin ein Krieger. Oder ich gehe auf Krieger, auf Nahkämpfer. Setze die Verteidigung unten rein. Dann brauchst du deine Elixierkraft. Und kannst ein Upgrade machen. Da machst du mehr Schaden, aber ich brauche den eigentlich jetzt nicht. Wenn du Bogenschütze machen willst, musst du darauf gehen. Bei Magier hast du hier diese 4. Eigentlich waren das auch nur 3. Ich glaube, ich habe da irgendwie einen reingesetzt.
Aber egal. Hast du hier eine Taverne? Da war ich selber noch nicht drinne. Muss ich auch mal gucken. Gruppe. Die ist wahrscheinlich neu, wo ich gerade mein eines Level habe. Ich bin... Welches Level bin ich denn? Ist das hier mein Level? Level 3? Das kann sein. Red Dog, Leute, die mir folgen auf Facebook. Anheuern. Ich kann hier halt Leute suchen, mit denen bin ich dann in einer Gruppe. Und die kämpfen mit mir dann zusammen. Zwei Spieler. Okay. Also ich kann mich da reinsetzen lassen. Dann kann man mich anheuern und ich kriege Geld. Auch gut. Hier kommt wahrscheinlich auch noch später ein Magier irgendwie sowas hin. Dann haben wir hier so einen Schmuckladen. Da kriegst du so blaue Kristalle. Die setzt du hier dann rein. Machst auf Extrahieren. Dann dauert das hier, glaube ich, 3 Minuten machen das. Und dann wird hier oben die Leiste wieder aufgefüllt. Wenn die Leiste voll ist, brauchst du das nicht zu extrahieren. Und was hier hinter ist, weiß ich nicht. Ja, das sieht aus wie ein Schmied oder irgendwie sowas. Ja. Also das wäre das Stück hier. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt hier drauf. Ganz oben rechts in der Ecke. Ist so ein Nord, Osten, Süden, Westen Kompass. Und da drücken wir drauf und dann sehen wir halt die Landschaft, die wir hier, die Sachen, die wir freigeschaltet haben. Ich habe den hier probiert, den habe ich leider nicht geschafft. Deswegen wäre es von mir jetzt unnötig, wenn ich da wieder reinrenne. Deswegen probiere ich jetzt hier bei Erfahren durchzuspielen. Einfach mal auf Spielen gehen. Und dann läuft er jetzt gleich. Ist auf Automatic Play bei mir geschaltet. Deswegen, er läuft jetzt los. Und metzelt alles nieder, was da mir in den Weg kommt. Man kann auch selber so spielen, aber mit Automatik habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Ich bin damit noch nicht gestorben, nur einmal fast. Und das war halt da oben, wo ich gezeigt hatte. Und es wird ja immer schwieriger an der Stelle, weil du musst eine Station, glaube ich, war 5-mal durchspielen, um in den nächsten Levelbereich zu kommen. Den Anfängerbereich habe ich durchgespielt, jetzt bin ich bei nächsten Bereich und ja, der ist schon ein bisschen schwieriger. Er füllt auch automatisch sein Leben auf, also ich brauche eigentlich gar nichts mehr zu machen, nur zuzuschauen. Ja. Kriege ich hier noch eine Nachricht von meinem anderen Spiel. Das will ich jetzt aber nicht spielen. Am Anfang dachte ich immer, wenn ich hier jetzt so einen Handschuh oder sowas verliere, dass die da rumliegen, dass die verschwinden. Aber am Ende kriege ich die Chance mitzunehmen, die Sachen. Deswegen ist nicht ganz so schlimm. Oder das Geld hier. Normal, wenn du kannst es anklicken und dann aufsammeln, dann wird da hinrennen, sammelt das auf. Aber ich lasse es bei Automatik laufen. Dann kriege ich das halt am Ende erst. Weil es reicht mir ja auch vollkommen. Ob ich es jetzt oder nachher kriege. Aber das werden wir ja gleich sehen. So. Truhe hat auch automatisch aufgemacht. Jetzt kommt gleich der Endboss. Von dem Bereich. Ich habe mit 14 Elixieren angefangen. 11 habe ich noch. Jetzt habe ich noch 10. Also ist schon eine Hausnummer dafür, dass ich schon so relativ gutes Equip habe für den Startbereich.
Weil das ist ja auch die allererste Runde, die man spielt. Auf normal oder auf leicht. Jetzt glaube ich, normal war das. Das war's. So, und jetzt haben wir hier die Chancen, ein Video anzuschauen. Nein, das mache ich jetzt nicht. Verstanden. Jetzt kann ich mir die Sachen hier. Okay, mitnehmen. Ich nehme alles mit, weil das kann ich noch später zu Geld machen. Jetzt am Anfang ist es noch wichtig, wahrscheinlich später nicht mehr so viel. Jetzt sieht man, das war die erste Runde, zweite Runde, zweimal muss ich noch spielen. Jetzt spiele ich das Ganze einmal mit einem anderen Freund, den ich anheuern möchte. Das ist jetzt diese Person. Anheuern. Jetzt wird sie mir hier aufgezeigt, unten rechts. Und wir gehen auf Spielen. Also das Spiel an sich finde ich eigentlich ganz okay. Ist jetzt nicht mein Favorit im Spiel. Die Grafik ist auch nicht ganz so gut, aber es ist schon ganz okay. Also vielleicht gibt es da so einige Sachen, die man vielleicht besser machen könnte. Wenn ich auch in der KI laufen werde, so wie jetzt, der läuft manchmal ein bisschen bescheuert, sage ich jetzt einfach so mal, weil manche wenden einen Zauber auf dich an und dann hast du immer noch Zeit auszuweichen. Dann rennt er weg, aber rennt im nächsten Moment wieder rein und wirst voll erwischt von dem Zauber. Da verstehe ich manchmal nicht, warum rennt er. Also er rennt zwar weg, aber warum rennt er wieder rein? Das ist dann manchmal ein bisschen doof. Und zu zweit geht es natürlich viel schneller. Hat man ja gesehen. Allerdings muss ich den jetzt zu 600 Gold abgeben. Ich hoffe mal, so viel habe ich hier wieder reingeholt. So, Level beenden. Und da gehen wir jetzt raus. Jetzt werde ich den grünen Hut anlegen, wo ich dachte, dass ich den schon angelegt hätte. Aber anscheinend nicht. Die grauen Sachen, die kannst du leider nicht beim Schmied wiederverwenden, die kannst du nur verkaufen. Gehen wir erstmal hier rauf. Und 49 anlegen und der hatte 55. Ah, der Graue war besser, deswegen. Der hat den Pfeil nach oben gehabt. Deswegen hatte ich den nicht benutzt. Der hat 35. Ich habe eine Axt, die war, glaube ich, besser gewesen. Mit 38, 3 Punkte besser, ja. Aber können wir jetzt mal beim Schmied gucken. Graue Sachen kann man nicht verbessern. Zum Beispiel den Ring verbessern. Ich glaube, den habe ich schon einmal verbessert. Ja, der ist schon Level 2. Also wenn ich jetzt den und den nehme, bin ich auf 50, habe ich plus 3 upgraden. Das dauert 8 Minuten. Ich gehe mal jetzt kurz auf Beschleunigen. Normal mache ich sowas nicht so gerne. Ich habe 2 Stück. Videos habe ich 3 übrig. Ah, nehmen wir 4 Diamanten. Okay, haben wir aufgelevelt. Verstanden. So, jetzt. Wenn ich den nochmal aufquellen will, upgraden will, sieht man, die 3 Zusatzpunkte habe ich verloren. Also es bringt wirklich nichts, wenn ich jetzt den hier nehme, möchte den aufleveln, dann habe ich hier 99 Punkte verschenkt. Deswegen lieber behalten und nicht benutzen. Wie viel wäre es bei der Hose? 200. Da wäre es zum Beispiel gut, wenn ich den benutzen würde, könnte ich den reinsetzen. Dann bräuchte ich jetzt nur 70 Punkte.
Dann könnte ich den um ein Level aufsetzen. Aufleveln. Aber so viel habe ich nicht. Dann gehen wir jetzt noch schnell zu den Händler. Gehen auf Verkaufen. Ich glaube, auch verkaufen brauchst du noch nicht mal so gehen. Kannst, glaube ich, so auch. Genau, so kannst du auch verkaufen. Aber ich gehe trotzdem auf Verkaufen. Drücken, verkaufen, drücken, verkaufen und so weiter und so fort. Ah, ich glaube, die 600 Gold habe ich nicht reingekriegt. Naja, hätte ich mir das Video angeschaut, dann hätte ich ein bisschen mehr Plus gehabt. Weil da habe ich ja 600 noch was bekommen dann. Oder hätte 600 noch was bekommen. Die Tafel haben wir uns noch nicht angeschaut. Dann gehe ich jetzt mal hin. Geht noch nicht. Erst ab Level 5. EP Level 5. Hier steht ein Ausrufezeichen. Was kann ich da machen? Video anschauen? Nein. Ah, da bin ich auch schon mal raufgegangen. Hab nachgeschaut, da kommst du auf einer Seite, da kannst du andere Spiele spielen, weil die anderen Spiele für 10 Minuten oder so weit oder bestimmte Missionen da gemacht hast, dann kriegst du da so und so viel Diamanten für das Spiel. Jo, das war jetzt das Spiel Guild Wars, Guild Wars, Guild of Heroes und ja, Ticket kann ich nicht mehr abholen, habe ich schon abgeholt, deswegen. Danke fürs Zuschauen. Entschuldigung, falscher Knopf. Ich kann noch beenden. Das war's dann. Also, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.